hast du genügend Platz für die Liebe? So habe ich dieses Video genannt und damit meine ich einmal den Platz in deinem Herzen und den Platz in deinem Raum, in deiner Wohnung. Ich werde jetzt auf beide Aspekte einmal eingehen, damit du wirklich schauen kannst, ob du wirklich genügend Platz für die Liebe in deinem Leben hast. Denn das ist letztendlich der Grund, warum es bei ganz, ganz vielen Frauen nicht funktioniert, dass die Liebe ins Leben treten kann. Und das sehe ich in meiner täglichen Arbeit als Liebescoach, Podcasterin und auch Autorin, dass das ein wirklich enormes Problem ist. Denn du musst dir vorstellen, wenn du eine Wohnung hast, in der du dich selber nicht ganz wohl fühlst und auch denkst, oh, die Wohnung ist irgendwie nicht so ganz das, was ich mir eigentlich vorstelle, hier möchte ich eigentlich gar nicht bleiben, hier fühle ich mich gar nicht wohl, hier möchte ich auch eigentlich gar keinen einladen so richtig, ne? Also Freunde eventuell schon noch so, aber ein Mann oder ein Partner schon gar nicht, dann ist das natürlich in deinem Unterbewusstsein verankert. Dein Unterbewusstsein ist ja die Instanz, die dauerhaft alles speichert und mit der du eigentlich handelst. Du handelst nicht mit deinem Bewusstsein, sondern eigentlich immer mit deinem Unterbewusstsein. Und wenn dein Unterbewusstsein weiß, dass du dich in deiner aktuellen Wohnsituation gar nicht wohlfühlst, dann wirst du auch bewusst tatsächlich das Ganze anfangen zu sabotieren, nämlich indem du dein Date beispielsweise gar nicht zu dir nach Hause einlädst, dass dann dort schon gar keine richtige Nähe entstehen kann, dass das Daten sehr mühselig wird, dass Vertrauen fehlt und oder der andere vielleicht sogar denkt, warum darf ich denn jetzt nicht mal zu ihr? Und dann wird das Ganze schon von Anfang an etwas schwieriger. Oder was auch sein kann, ist, dass du erst gar nicht anfängst zu daten, weil du dich einfach nicht wohlfühlst aktuell. Denn andere Lebensbereiche können auch immer in den Bereich Liebe mit reinspielen. Sprich, wenn du beispielsweise das aus deinem Leben kennst, wenn es im Beruf sehr stressig wird oder wenn der Beruf gerade ja sehr viel Aufmerksamkeit benötigt oder du da vielleicht gar nicht richtig zufrieden bist, dann hast du gar keinen Kopf für die Liebe, dann kannst du gar nicht wirklich an die Liebe denken. Und so ist es auch mit der Wohnsituation. Das Ganze spielt immer unterbewusst eine Rolle. Wenn du dich in deiner Wohnsituation nicht wirklich wohlfühlst, kann es sein, dass du einen Partner gar nicht einlädst. Sprich, du musst natürlich jetzt nicht die größte Wohnung haben, aber sie sollte ordentlich sein, sie sollte wohnlich sein, du solltest dich wohlfühlen und du solltest wirklich von deiner Wohnung sagen können, hey, hier würde ich auch einen Mann einladen und hier würde ein Mann sich auch wohlfühlen. Dementsprechend sollte dieser Mann dort natürlich auch einen Schlafplatz haben. Das heißt, schau, dass dein Bett auch groß genug ist für zwei. Ich habe es tatsächlich erlebt, dass es Frauen gibt, die wirklich ein so kleines Bett haben, wo es zu zweit einfach super unbequem ist oder nicht wohnlich genug für zwei. Also schau, dass du deinen Platz einfach erweiterst, dass du deine Wohnung schön sauber hältst, dass du dich selber wohlfühlst und dass du wirklich sagen kannst, hier fühle ich mich wohl und hier möchte ich auch einen Mann gerne einladen. Denn diesen Glauben sollst du wirklich tief verankern, damit das auch in deinem Unterbewusstsein ankommt, dass du dich dann nicht selbst sabotierst. Sprich, also der Platz, der räumliche Platz ist auf einer Seite sehr, sehr wichtig. Schau also, dass du räumlich gesehen einen Mann gerne zu dir einladen würdest und dass es auch für einen Mann sehr wohnlich scheint und nicht viel zu feminin. Das ist natürlich auch wichtig, ne? Also wenn du, ja, was ich jetzt nicht glaube, aber alle Wände rosa gestrichen hast, alle Decken rosa sind und so weiter, dann solltest du vielleicht einen Gang zurückschalten und auch mal schauen, okay, vielleicht kann ich das eine oder andere hier mal dekorieren, umgestalten, weil man sich vielleicht auch ein bisschen wohler fühlen würde. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig, dass dein Herz Platz hat für die Liebe. Und das ist einer der wichtigen Punkte, also einer der wichtigsten Punkte überhaupt, nämlich, wenn du beispielsweise noch behaftet bist von vorherigen Beziehungen, vielleicht liebst du ja sogar noch deinen Ex, vielleicht denkst du an irgendeinen Mann und kannst den einfach nicht loslassen, vielleicht bist du sogar gerade in jemanden verliebt, vielleicht ja sogar in einen Arbeitskollegen, den du jeden Tag siehst. Wie kannst du dann ernsthaft daran denken, dass du einem Mann jetzt begegnest, der diese Lücke füllt, beziehungsweise der sagt, hey, ich will auch nur einer sein, der jetzt irgendwie versucht, ein Stückchen von deinem Herzen zu bekommen. Das ist nicht fair. Es ist nicht fair, denn du hast keinen Platz in deinem Herzen für einen weiteren Mann. Genau
So wäre es ja auch umgekehrt, wenn du beispielsweise einen Mann kennenlernst, der keinen Platz hat im Moment in seinem Herzen, weil er noch an seine Ex denkt, weil er vielleicht noch in jemanden verliebt ist, ne? Und so weiter. Dann würdest du ja auch das irgendwie doof finden, wenn du dann in sein Leben trittst und er einfach noch an ganz viele, viele andere Frauen denkt oder so. Wichtig ist, dass dein Herz frei ist, frei von der Vergangenheit, frei von anderen Männern, damit ein anderer Mann überhaupt Platz finden kann. Denn ansonsten passiert Folgendes. Entweder du wirst merken, oh, irgendwie funktioniert das nicht, irgendwie misstraue ich dem Mann, irgendwie vertraue ich dem nicht wirklich, irgendwie fehlt da was. Und das passiert, weil dein Herz nicht wirklich frei ist. Dein Herz hat die Ängste der Vergangenheit noch in sich gespeichert, verankert, hat vieles noch gar nicht verarbeitet und projiziert das direkt auf den nächsten Partner, der in dein Leben tritt. Was auch passieren kann, ist, dass du einen Partner triffst oder ein Date hast mit einem Mann, der ebenfalls gar nicht bereit für eine Beziehung ist, weil sein Herz genauso wenig Platz hat wie deines. Sprich, es treffen sich zwei Menschen, die eigentlich nicht bereit sind, die dann vielleicht sich auf einmal nur ablenken, nur verletzen und womöglich auch keinen Platz mehr füreinander in dem Herzen finden. Also aus dieser, ich sag mal, Anfangsromanze wird schnell ein Desaster, was natürlich auch passieren kann. Und im dritten Punkt kann es sein, dass du dir selber wirklich Schuld gibst an dieser ganzen Sache, dass du dich schlecht fühlst, dass du vielleicht jemandem das Herz brechen musst, weil du selber dann auf einmal merkst, wow, ich glaube, ich bin noch gar nicht bereit für was Festes. Das geht mir jetzt gerade irgendwie alles viel zu schnell. Ne? Weil eigentlich wissen wir auch immer schon recht früh, ob dieser Mann, dem wir jetzt gerade begegnet sind, auch was Festes sein könnte. Ne? Eigentlich können wir uns immer recht schnell entscheiden, wenn wir merken, oh, der passt in mein Leben. Dann muss man sich nicht ein, zwei Jahre daten. Dann reichen, ich sag mal, ein paar Dates, das ist jetzt schwer eine Zahl festzulegen. Und in einigen Monaten kann man sich schon gut kennenlernen und dann schon auch offiziell das Ganze machen. Aber wenn du natürlich merkst, du brauchst überdurchschnittlich lang, dann kann es natürlich sein, dass du vielleicht gar nicht bereit bist, dass du keinen Platz in deinem Herzen hast. Und wichtig ist, dass man da ansetzt und da erstmal Platz schaffen sollte. Genauso wie man erstmal Platz schaffen sollte in seiner Wohnung, in seinem Wohnraum und sich da wohlfühlen muss. Also in der Liebe gibt es ganz viele Dinge, die da reinspielen, die wichtig sind, damit du letztendlich dein Liebesglück erschaffen kannst. Und ich hoffe, dass dieses Video dir zwei dieser Punkte schon mal zeigen konnte, dass du das einfach mal für dich reflektierst, wie viel Platz du wirklich in deinem Leben hast für die Liebe und vielleicht einfach mal daran arbeitest. Ich danke dir, dass du zugeschaut hast. Das bedeutet mir viel. Ich hoffe, ich konnte dir wirklich wichtige Impulse schenken. Wenn es dir gefallen hat, kannst du gerne diesen Kanal einfach abonnieren, auf dem Laufenden bleiben und immer wieder neue Tipps erfahren. Und ansonsten würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Ich freue mich immer über Likes oder über Kommentare, also fühl dich da frei, wenn du das machen möchtest. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Deine Simone.